Ja, mein Name ist Dieter Driese. Ich bin in Siegen geboren, im alten Jungstilling-Krankenhaus noch. Wie Peter Paul Rubens, was ich bei Exkursionen, die ich häufiger leite, auch immer betone. Bin die ersten Jahre in Niederschelter Hütte groß geworden, bevor wir dann nach Gosenbach gezogen sind mit der ganzen Familie, Vater, Mutter, vier Kinder. Bin dann in Gosenbach 3 Jahre noch zur Schule gegangen, dann zur Realschule nach Eiserfeld, später in Truppach eine Lehre gemacht, am Siegerlandkolleg mein Abitur nachgeholt über den zweiten Bildungsweg und habe dann später in Gießen studiert. Und damit war ich nicht mehr im Siegerland beheimatet. Und nach beruflichen Stationen in Hessen bin ich dann vor über 30 Jahren in Nordrhein-Westfalen wieder gelandet, wieder in Westfalen, aber am anderen Ende, nämlich in Gladbeck am Nordrand des Ruhrgebietes. War dort verantwortlich 30 Jahre lang für den Umweltschutz in der Kommunalverwaltung. Also mein Vater hat immer gerne fotografiert. Er kommt aus einer Fotografenfamilie, weil sein Vater war Fotografenmeister und Friseurmeister und hatte in Niederschelden, direkt an der Siegbrücke, Niederschelder Hütte muss man sagen, 10 Meter weiter war dann Niederschelden, sein Geschäft, ein Fotostudio und natürlich auch ein Labor zum Entwickeln von Filmen. Mein Vater war also als Laborant dort auch tätig und wie gesagt, immer gerne fotografiert. Und in den 50er Jahren, als es dann möglich war, hat er dann angefangen zu filmen. Und zwar Normal 8. Super 8 kam dann erst zweite Hälfte 60er Jahre dazu. Dann hat er auch umgeschwenkt und hat dann gefilmt. Er hat viel Familien natürlich gefilmt. Da gibt es eine ganze Reihe von Filmen. Mein erster Schultag, da gibt es zum Beispiel einen Film drüber, 1. April 1959 bei Schneetreiben. Und er hat aber auch Ereignisse gefilmt, sei es im Ort, sei es mit Vereinen, wenn es einen Vereinsausflug des CVJM gab, da hat er gefilmt. Das Ganze bis Ende der 70er Jahre. Da gibt es also ungefähr 20, 25 Filme. Aber einen Heimatfilm, da hat er nur einen gedreht, über den wir heute sprechen werden. Ja, mein Vater ist 1923 in Niederschelder Hütte geboren, direkt am Gosenbach, schon fast schon wieder Westfalen. Er ist dann auch in Niederschelder Hütte groß geworden, zur Schule gegangen, Volksschule gemacht, dann anschließend eine Lehre als Friseur im elterlichen Geschäft und hat danach sofort in den Reichsarbeitsdienst gemusst, vom Reichsarbeitsdienst ohne Pause in die Wehrmacht, verschiedene Stationen in Europa bis nach Russland, ist dann aber über Griechenland nach Nordafrika geschickt worden, war da noch ein halbes Jahr im Einsatz, bevor er dort in die Kriegsgefangenschaft kam, war dann in mehreren Lagern in Nordafrika, dann rüber in die USA in Lagern. Wieder zurück Ende 45 nach Europa, dann in französischer Kriegsgefangenschaft, dann noch in Luxemburg in Kriegsgefangenschaft und war dann im Herbst 1947 wieder zu Hause. Also im Alter von 18 bis 24 kein einziges Mal zu Hause gewesen. Ich wurde 25, als er wieder zu Hause eintraf, hat dann 2 Jahre später Meisterprüfung gemacht, war in Deutschland in verschiedenen Geschäften noch tätig, hat 51 geheiratet und ist dann in das elterliche Geschäft eingetreten, hat den Damensalon neu aufgemacht, den Herrensalon mit übernommen und war dort bis 1960 tätig. Und dann sind wir nach Gosenbach umgezogen, weil mein Großvater in Gosenbach eine wirklich winzige kleine Filiale hatte, ein Haus, was Anfang der 50er Jahre erbaut wurde, aber ja, ich würde mal sagen, fast noch ein Rohbau teilweise war nicht verputzt und alles. Da sind wir dann mit der Familie eingezogen in die erste Etage. Unten quasi im Kellerbereich war der Laden und ganz oben gab es auch noch Mieter drin. Und dann hat mein Vater das ganze Geschäft im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann umgebaut, ausgebaut und teilweise bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Also Anfang der 60er Jahre wohnten 2.300 und ein paar zerquetschte Einwohner in Gosenbach. War also relativ klein. War ja früher Bergbaukommune. Die Grube Storch und Schöneberg war die größte Grube am Ort. Mit, ich glaube, es war gar nicht, die tiefste Eisenerzgrube Europas zum Schluss gewesen. Die aber schon 1942 mitten im Krieg stillgelegt wurde. Danach war Gosenbach eigentlich
keine Bergwerkstandort mehr, es wurde alles abgerissen. Die Kirche, die heutige Kirche war damals Maschinenhaus, da gibt es ja einen eigenen Film oder Bilder drüber. Und trotzdem war Gosenbach voller Leben, das kann man nicht anders sagen. Ich habe nochmal selber überlegt, welche Geschäfte gab es eigentlich in Gosenbach, alle, die mir dann auch jetzt auch so nach und nach eingefallen sind. Für die knapp 2400 Einwohner gab es 3 Metzgereien, die alle selber noch geschlachtet haben damals. Es gab 2 oder 3 Bäckereien, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo man sich das Brot und die Brötchen holen konnte oder den Kuchen, wenn man nicht selber backte. 5 Lebensmittelgeschäfte, natürlich zum Teil kleine Tante-Emma-Läden, aber immerhin, die waren da und die Leute konnten von leben. Es gab einen Friseur, das war mein Vater, es gab eine Schmiede schräg gegenüber, 2 Schuhgeschäfte, Schuster, die also repariert haben, aber auch verkauft haben. Da konnte man ganz normale Schuhe kaufen. Eine Heißmangel, es gab eine Drogerie, 3 Gaststätten, ein Fuhrgeschäft, mindestens 2 Vollerwerbslandwirte, sind mir noch in Erinnerung. Einer war mitten im Dorf, einschließlich Misthaufen und allem, was dazugehört. Eine Sparkassenfiliale, 3 Schreinereien mit Möbelverkauf. Eine Tankstelle und eine Postfiliale, wo auch wirklich morgens die Briefträgerinnen und Briefträger noch die Post sortiert haben und sie sind von da aus auch dann losgelatscht. Also es war richtig was los. Und wir lebten mitten im Dorf, die Bushaltestelle war direkt um die Ecke, die Tankstelle auch, schräg gegenüber war Möbelhaus. Also das Leben kriegte man mit und man war mittendrin. Also gegenüber von unserem Haus bestand noch eine Schmiede, die viele, viele Jahre dort existierte, geführt wurde von Herrn Utsch. Der Name Utsch ist ja sowieso ein uralter Name, der in Gosenbach vorkommt. Und es war zu dem Zeitpunkt, Anfang der 60er Jahre, einer der letzten Hufschmiede im Siegerland. Das machte der Senior, würde man heute sagen, aber sein Sohn hat das dann übernommen. Und im Film sieht man auch, dass sogar der Enkel da schon versucht hat, sich dort zu betätigen. Es war wohl ein Ereignis, weil es wirklich der letzte damals zumindest war. Da war auch Presse, Funk und Fernsehen letztendlich mit dabei. Und mein Vater hat sich dem angeschlossen und hat das natürlich auch in Fotos und in Filmen festgehalten. Die lag direkt gegenüber. Es gab ja auch noch ein Fuhrgeschäft mit Pferdetransport. Und muss man ja auch sagen, die gab es ja damals noch. Und ich weiß, mein Vater immer gerne dann, wenn die bei uns vorbeikamen, draußen geguckt hat, hat das gerade geäpfelt, dann nichts wie raus und die eingesammelt, das war der gute Dünger für den Garten. Ja, die Bushaltestelle war natürlich mitten im Ort. Es gab regelmäßigen Busverkehr, nicht alle halbe Stunde, aber ich habe so in Erinnerung, einmal pro Stunde fuhr der Bus. Und da die Leute früher ja kein Auto hatten zu der Zeit, fuhr jeder zu seinem Arbeitsplatz mit dem Bus oder lief zu Fuß. In Gosenbach gab es, als die Grube weg war, nicht mehr so viele Arbeitsplätze. Die Geschäfte, die da waren, wurden in der Regel von den Inhabern geführt. Vielleicht die mitarbeitenden Ehefrauen, so war das dann früher noch, machen wir uns auch nicht anders. Seine Mutter hat auch mitgearbeitet. Vielleicht hatten sie 1, 2 Teilzeitkräfte, so in der Bäckerei oder so, klar. Aber viel mehr Arbeitsplätze gab es dann letztendlich auch nicht. Also mussten diejenigen, die Geld verdienen wollten, pendeln. Die fuhren viele nach Niederschelden. Die Charlottenhütte gab es noch, das Stahlwerk. Da fuhren natürlich viele hin. Oder liefen dahin. Also es fuhr nicht jeder mit dem Bus. Oder nach Eiserfeld. Da gab es dann auch schon größere Industrie. Damals, wenn ich richtig im Kopf habe, die Simag. Später von Philips dann übernommen. Oder nach Siegen dann in den diversesten Verwaltungen oder Geschäften. Die fuhren alle mit dem Bus und abends wieder zurück. Die Busse waren voll und man sieht auch, dass auch die gestandenen Herren im Anzug Bus fuhren. Mit Krawatte, das ist heute eigentlich sehr selten geworden, nach meiner Einschätzung. Ja, in Gosenbach gab es zur damaligen Zeit natürlich ein reges Vereinsleben. Auch da habe ich mal versucht, in meiner Erinnerung zu kramen, ich muss sagen, ich war damals 10, als der Film gedreht wurde, da fällt einem dann wirklich nicht mehr alles ein. Aber wenn ich so überlege, es gab die Freiwillige Feuerwehr, es gab den Heimat- und Verschönerungsverein. Den gab es auch noch nicht lange, der ist nämlich erst 1958 gegründet worden, hatte aber ganz schnell über 100 Mitglieder, die auch aktiv waren. Die haben was getan.
Es gab das Deutsche Rote Kreuz mit Frauengruppe, mit Einsatz. Es gab den CVJM, den Männer- und Jünglingsverein, die Jungscha, einen Männerchor, einen Frauenchor, einen gemischten Chor. Dann gibt es den Männergesangverein Arion. Den Posaunenchor habe ich noch überlegt. Es gab die Notgemeinschaft Hilfe am Grabe, um auch Unterstützung zu leisten. Den Turnverein. Dann wurde der Sportverein auch Anfang der 60er Jahre gegründet. Es gab den Verband der Kriegsbeschädigten, den Volksbund Deutscher Kriegsgräbervorsorge, den Stenografenverein, viele, viele Jahrzehnte, wo ich selber auch noch Schreibmaschinen, Zehnfinger-Blindsystem gelernt habe. Mein Vater übrigens 1938 Steno, bei den gleichen Menschen, den ich dann 40 Jahre später dann hatte. Und es gab den SPD-Ortsverein in Großem Europaschelden. Also eine Menge Vereine. Und jeder Verein hatte seine Jahreshauptversammlung, hatte sein Jahresfest, 1, 2, 3, machte Aktivitäten, machte Ausflüge und so weiter. Also es war schon ein sehr reges Vereinsleben und die meisten waren ja nicht nur in einem Verein, sondern in 2, 3, 4. Also da war man schon beschäftigt, wenn man das ernst nahm. Man ist natürlich zahlende Mitglieder, ist klar, wie immer, aber das Vereinsleben war schon sehr rege. Besondere Ereignisse, wenn Jubiläen stattfanden, 50 Jahre, 100-Jähriges, dann gab es in der Regel auch einen Umzug im Ort. Da liefen alle Vereine und Verbände letztendlich mit. Was mein Vater dort gefilmt hat, war das 75-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr, wo auch dann letztendlich alle Vereine mit Abordnung mitliefen vom Deutschen Roten Kreuz. Bis hin zum Chef der Gemeindeverwaltung, nämlich dem Ortsbürgermeister Ernst Bamberger, der in der Kutsche dann mit dem Pferd gefahren wurde. Er war recht stämmig, korpulent, man kannte ihn, aber er war viele, viele Jahre Bürgermeister, bis, glaube ich, die Stadt Eiserfeld gegründet wurde. Den kenne ich jetzt also noch namentlich und auch persönlich noch. Also der Neubaum wurde ganz früh auf dem Schulhof aufgestellt, später dann unten in der Dorfmitte. Das war auch immer ein großes Ereignis, weil immer am Tag vor dem 1. Mai das aufgestellt wurde. Das haben die Männer des Dorfes dann letztendlich mit Muskelkraft gemacht. Da gab es keinen Kran und nichts anderes. Wurde festlich geschmückt, dann aufgestellt. Es spielte in der Regel das Tambourchor des Turnvereins. Einige Lieder und der Arion hat in der Regel gesungen und alle haben sich gefreut. Es war dann nach einer Stunde vorbei. Ja, es war immer ein nettes Ereignis, wo auch viele Leute dann hinkamen. Also zur Schulentwicklung in Großenbach kann man eine Menge zu sagen. Es gab wohl ganz früher eine sogenannte Kapellenschule, die dort existierte. Da ist jetzt nicht mehr so sehr viel erhalten geblieben. Aber was man dann gemacht hat, man hat 1878 die erste größere Schule gebaut. Das ist die bekannte alte Schule in Großenbach, die heute noch steht, nicht mehr als Schulgebäude genutzt wurde. Die wurde ganz schnell zu klein. Man hat dann wenige hundert Meter entfernt die sogenannte neue Schule gebaut in zwei Bauabschnitten. 1909, der erste Bauabschnitt, die wurde dann auch schon wieder zu klein, hat man 1914 schon den zweiten Bauabschnitt gemacht. Da sind die meisten Großenbacher dann letztendlich auch reingegangen. Es gab dann natürlich in den 50er Jahren immens viele Kinder. Also als ich in Großenbach dann in die Klasse kam, die zweite Klasse, die erste hatte ich in Niederschelder Hütte, war ich das 64. Kind in der Klasse. Da musste dann zusammengerückt werden, an einem Vierertisch saßen wir dann zu fünf. Ja, und dann wurde überlegt seitens der Gemeindeverwaltung, es wird alles zu klein, wir brauchen an die sogenannte neue Schule einen Anbau, der 1961, 1962 dann auch gebaut wurde, Ende 62 im November eingeweiht wurde. Ich selber bin in alle drei Schulen gegangen, wobei die alte Schule oben sehr grenzwertig war, muss ich sagen. Lehmwände, wenn man da mit 64 Kindern drin saß, im Winter draußen kalt, Kohleofen, den Gestank kann man sich im Zimmer vorstellen. Die Toilettenanlagen waren am Rande des Schulhofes, das war ein Plumpsklo. Im Winter bei minus 20 Grad hat das kein Vergnügen gemacht, da hinzugehen. Noch schlimmer war das, wenn das Tauwetter einsetzt.
Also das war schon sehr beeindruckend. Die eine Wand existiert heute noch. Wenn man weiß, wo das war, dann kann man das heute noch finden. Das war später dann in dem Anbau an die neue Schule natürlich anders. Da wurde alles picobello dann letztendlich gemacht. Und das war dann okay. Da bin ich das letzte, glaube ich, halbe Jahr oder dreiviertel Jahr noch meiner Schulzeit in Gosenbach reingegangen. Die Schule wurde dann eingeweiht im November 62, natürlich mit allem, was Rang und Namen hatte, von Pfarrer Steinle über den Bürgermeister Bamberger, den Gemeinderat, den Amtsvorsteher, wie sie alle hießen. Da kann ich mich also noch gut dran erinnern. Ich vermute, dass wir auch gesungen haben. Das weiß ich aber heute nicht mehr, wie das dann so bei Kindern üblich ist. Bei solchen Anlässen muss man dann letztendlich auch einen kulturellen Beitrag zu liefern. Das Lehrerkollegium damals bestand aus dem Rektor Geißler, Erich Geißler, dem Konrektor Gerhard Kretschmer und dann eine Reihe von Lehrern wie Günter Gärtner, den habe ich auch im Bild mehrfach gesehen, der gleichzeitig auch im Gemeinderat war, Karl Hofmann, Herbert Jahn, Therese Bäumer, hat, glaube ich, den Nadelunterricht, so nannte man das damals, gegeben und für die Mädels das Kochen. Das habe ich vermisst. Die Jungs hätten dort auch schön gefunden, aber durften wir nicht. Ja, und Frau Banken war noch Lehrer. Und ich hatte Frau Diehl als Lehrerin. Wir waren ihre allererste Klasse nach der Ausbildung. Eine ganz fantastische Lehrerin, eine ganz tolle Pädagogin. Muss ich hier an dieser Stelle einfach mal sagen. Die ist später dann zur Rupenfeldschule nach Eiserfeld oder nach Schelden gewechselt. Und ich hatte bis zu ihrem Tode noch Kontakt mit ihr. Wir haben uns also mindestens einmal im Jahr immer getroffen. Also hat, glaube ich, drei Generationen an Schülerinnen und Schüler gemacht. Und ich habe wahnsinnig viel bei ihr gelernt. Kann ich nicht anders sagen. Muss man auch mal Lehrer positiv würdigen. Übrigens, noch vielleicht eine kleine Story. Ein Lehrer war schon pensioniert. Den hatte ich jetzt nicht als Klassenlehrer. Aber im vierten Schuljahr gab es Pflichtveranstaltung. Wir lernen Sütterlin. Ich habe also 2 Stunden in der Woche Sütterlin schreiben gelernt, kann es heute noch lesen und schreiben. Nicht mehr so gut wie früher, aber ich fand das beeindruckend. Warum auch nicht? Ja, der konnte das gut und hat das gemacht. Herr Graser war auch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Lehrer in Gosenbach. Gleichzeitig Heimatforscher. Der hat also viele vorzeitlichen Laternenöfen ausgegraben, war da dort auch sehr anerkannt. Er war dann schon in Pension, als ich in die Schule kam, aber er hat den Heimatverein mitgegründet und war auch bis zu seinem Tode Vorsitzender des Heimatvereins. Ich habe ihn persönlich gekannt. Die Chronik, die er damals als erster über Gosenbach geschrieben hat, ist heute noch ein gutes Nachschlagewerk, kann man nicht anders sagen. Ich habe selber ein persönliches Exemplar mit Widmung noch von ihm. Also er ist nicht ganz unumstritten, wenn ich das an dieser Stelle auch sagen darf, war damals kein Thema, habe ich auch später erst erfahren, dass er dem Nationalsozialismus wohl nahe stand. Und war dann Ehrenbürger der Stadt Eiserfeld geworden. Und es gibt auch eine Straße in Gosenbach nach ihm benannt. Aber gut, das erfährt man dann erst Jahrzehnte später, wenn das so war. Ja, natürlich war die Kirche ein Thema. War sie auch im Dorf, in der Dorfmitte, hatte auch eine entsprechende Geschichte. Das ist völlig klar, ein Maschinenhaus zu einer Kirche umzufunktionieren, gibt es auch nicht überall. Und man musste dann als Kind natürlich in den kirchlichen Unterricht. Gosenbach war sehr evangelisch geprägt, es gab nur wenige katholische Einwohnerinnen und Einwohner, die gingen dann an Niederschelden in die Kirche. Die waren übrigens dann auch nicht in Gosenbach in der Volksschule mehr, sondern die gingen nach Niederschelden in die Schule, weil sie dort ihren katholischen Unterricht hatten. Die gingen in die katholische Schule nach Niederschelden. Die lernte ich dann erst auf der Realschule wieder kennen. Und sonntags ging man in die Kirche. Die Kirchen waren voll. Es waren ja nicht nur die aus Gosenbach, sondern auch die aus Oberschelde. Und wenn man im kirchlichen Unterricht war, hatte man Anwesenheitspflicht. Die zweite und dritte Reihe war vorgesehen für die Konfirmanden. Man hatte 2 Jahre kirchlichen Unterricht vor der Konfirmation. Auf der einen Seite saßen die Mädchen, auf der anderen Seite die Jungen, das war streng getrennt. Und der Pfarrer achtete schon sehr darauf, dass man auch da war.
Man kriegte sonst in der Woche drauf einen entsprechenden Einlauf nach dem Motto, wo warst du denn? Wenn man da keine gute Entschuldigung hatte oder sich vorher abgemeldet hatte, Familienfest oder sonst was, kriegte man schon entsprechenden Ärger. Also wie gesagt, die war voll. Es konnte alles passieren, dass man von der Kanzel aus einbezogen wurde. Manchmal predigte ein Pfarrer aus Niederschelden, die wechselte sich schon mal so ein bisschen ab, immer den gleichen, war wahrscheinlich auch langweilig oder der hatte mal einen Tag frei. Und ich kann mich an einen Pfarrer aus Niederschelden erinnern, der permanent die Konfirmanden und Konfirmandinnen dann aus der Predigt raus ansprach. Glaubt ihr das Wort? Könnt ihr das Bibelwort mal weitersagen? Und so weiter. Fanden wir als pubertierende Jugendliche nicht besonders prickelnd. Da ist man dann nicht ganz so gerne hingegangen. Da hat man vielleicht auch schon mal den Sonntag geschlappert. Aber der wusste ja nicht, wer da alles sitzen musste. Ansonsten hat man sich dann getroffen, hinterher noch ein bisschen gequatscht und dann war es das. Also ich habe meine Kindheit ja in Gosenbach verbracht, auf dem Dorf, und habe da eigentlich eine sehr schöne Jugend dort verbringen dürfen. Es war nie langweilig. Heute haben die Kinder Handys, Computer und Spielzeug ohne Ende. Das hatten wir alles nicht. Die meisten meiner Jugendfreunde hatten auch kein Telefon. Wie gesagt, wenn man spielen wollte, ging man raus. Man traf dann aber auch 20 Kinder zum Spielen. Wir haben das ganze Dorf als Spielplatz gesehen. Es gab keinen offiziellen Spielplatz mit Rutsche oder Ähnlichem. Nee, wir haben da gespielt, wo es ging. Wir haben auch die alten Bergbauschächte benutzt, da sind wir spielen gewesen. Das haben wir unseren Eltern aber auch nie erzählt, wo wir überall waren. Man hat Dorfnachlaufen gespielt, als die Karl-May-Filme aufkamen. Die kannten wir zwar nicht, aber wir haben die Bücher gelesen, haben Karl-May gelesen. Lese ich heute noch, wenn es sein muss. Also ich finde die immer ganz schön spannend. Aber viele Ecken der Welt deswegen seit ihr aufsuchen können oder Dinge spielen. Dann hat man Indianer gespielt. War überhaupt sehr schön. Später, als wir dann ein Fahrrad hatten, ein bisschen älter waren, dann sind wir mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und das waren dann weite Strecken, da hat man sich um drei getroffen, da fahren wir dann hin, auch ein bisschen. Oberschelden, Oberfischbach, bis nach Kirchen, dann über die Freusburg zurück. Abends die Eltern gefragt, wo war der denn? Wir haben ein bisschen Fahrrad gefahren. Da haben wir vorher nicht erzählt, wo wir hin waren. Also es war eine schöne Jugend, man besuchte auch schon mal die Landwirte, man hüpfte auf dem Heuboden rum. Der hat das auch nicht krumm genommen. Deswegen, ich habe immer noch die Verbindung zu unserem Ort, nicht nur, weil meine Schwestern in Gosenbach weiter den Betrieb haben und die ab und an besuche, sondern man hat auch viele positive Erinnerungen. Man war natürlich auch bekannt, das war der Nachteil. Also wenn man einen Blödsinn machte, dann wusste mein Vater das eher, als ich zu Hause war. Das ist völlig klar, das war der Prisi-Jung. Okay, das ist dann der Nachteil. Aber ansonsten hat das schon Spaß gemacht, muss man sagen. Ich habe also andere Dinge nicht vermisst. Und wenn man heute mit Kindern redet, ist das anders. Ist eine andere Zeit jetzt, das muss man ganz klar so sagen, ist eine andere Zeit.